Hallo und herzlich willkommen. Das ist unser heutiges Muster. Es ist ein sehr einfaches, aber sehr hübsches Muster, ideal für den Winter. Es ist ein schönes, volles Muster und es wärmt wirklich ganz, ganz toll. Sieht auf beiden Seiten sehr hübsch aus. Und ihr werdet jetzt sehen, wie einfach das zu stricken ist. Wir benötigen eine Maschenzahl teilbar durch 2 plus 2 Randmaschen und es besteht aus 2 Reihen. Ich habe 18 Maschen auf meinen Nadeln. 18, weil ich es mal, wie gesagt, mal 2. Ich habe es mal 8 genommen. Das sind 16 plus 2 Randmaschen, 18. So, und jetzt fangen wir mit der ersten Reihe an. Meine Randmasche stricke ich rechts. Nun folgt eine Masche rechts. Und jetzt wird verschränkt gestrickt. Das heißt, ich gehe von hinten in 2 Maschen, hole mir den Faden durch die Maschen und lasse alle Maschen noch auf der Nadel. Nun gehe ich in die erste Masche ganz normal von vorne und stricke eine Masche rechts. Nun lasse ich beide Maschen von der Nadel fallen. Das Ganze nochmal von hinten in 2 Maschen einstechen, Faden durch die Maschen nach vorne bringen. Alle Maschen noch auf der Nadel lassen, von vorne in die erste Masche und diese rechts stricken und die erste und die zweite Masche fallen lassen. Und das machen wir jetzt, bis wir nur noch 2 Maschen über haben. So, weiter geht's. Bis zu den letzten 2 Maschen. Von hinten in 2 Maschen einstechen, Faden durch die Maschen nach vorne ziehen, in die erste Masche und diese rechts stricken. Beide Maschen fallen lassen. So, noch einmal von hinten. In den beiden Maschen einstechen, Faden holen, durch die Maschen nach vorne bringen, in die erste Masche und diese rechts stricken und beide Maschen von der Nadel fallen lassen. So, jetzt habe ich 2 Maschen hier auf meiner linken Nadel und ich schließe meine Reihe genauso, wie ich sie begonnen habe, das heißt mit einer Masche rechts und meiner Randmasche, die ich wieder rechts stricke. Erste Reihe ist fertig, Arbeit wenden und jetzt eine Randmasche, ich stricke diese wieder rechts, ihr macht es so, wie ihr es immer gewohnt seid und nun nächste Masche rechts und die nächste Masche links und jetzt wiederholen wir das Ganze, wieder von hinten in 2 Maschen einstechen, den Faden holen, durch die Maschen nach vorne bringen. In die erste Masche einstechen und diese normal rechts stricken und beide Maschen von der Nadel fallen lassen. Und das machen wir jetzt, bis wir an den letzten 3 Maschen angekommen sind. Von hinten in 2 Maschen einstechen, Faden nach vorne holen, in die erste Masche und diese nochmal rechts stricken und beide Maschen fallen lassen. So, und noch einmal von hinten in 2 Maschen einstechen, Faden nach vorne holen und durch die Maschen. Erste Masche rechts stricken und beide Maschen fallen lassen. So, jetzt habe ich 3 Maschen. Und diese stricke ich jetzt genauso, wie ich es am Anfang gemacht habe. Das heißt, wir stricken zurück. Eine Masche links, eine Masche rechts und die Randmasche rechts. Diese 2 Reihen werden wiederholt. Und dann haben wir dieses wunderschöne Ergebnis. Ihr seht, es ist wirklich ganz, ganz einfach. Es ist wunderschön für einen Schal, für einen Hut, für eine Jacke. Man kann das natürlich auch mit anderen Mustern kombinieren, für den Fall, dass man einen Pullover oder eine Jacke stricken möchte oder auch eine Weste. Versucht es. Ich glaube, es lohnt sich wirklich.
Ich wünsche euch wieder ganz, ganz viel Spaß dabei. Nicht vergessen, Kanal abonnieren. Es folgen weitere Videos, viele Videos. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.